kommunizieren. Und wir haben euch die Antwort schon gegeben. Wir glauben, dass selbst wenn wir Nationalismus und selbst wenn wir Wut projizieren, dass daraus etwas Gutes entstehen wird. Deswegen wird einer meiner Punkte nachher sein, wie können wir selbst wenn dort so etwas entsteht, sichergehen, dass es dem Failed State am Ende eben besser geht. Weil, wie Matthias bereits erklärte, wenn wir ihnen ein gemeinsames Feindbild geben, wenn wir ihnen tatsächlich dazu verhelfen, dass sie zum ersten Mal Nationalismus empfinden und nicht die Tatsache, dass sie zu verschiedenen Stämmen in einem Nationalstaat gehören, dann haben sie auch die Möglichkeit, daraus zu erwachsen. Das ist ein Problem, das sie komplett ignoriert haben. Ihr tut so, als ob Nationalismus per se immer etwas Schlechtes ist. Fakt ist aber, diese Staaten haben ein Problem, weil sie sich im Bürgerkrieg befinden. Weil diese Völker nicht verstehen, dass sie eben einen einzigen Nationalstaat bilden. Weil jeder dieser Volksstämme versucht, die Kontrolle an sich zu reißen. Und weil keiner dieser Volksstämme tatsächlich das Gefühl hat, dass er zu dem anderen Stamm gehört. Und gerade deswegen müssen wir da auch voll umfänglich reingehen. Wenn wir uns dann, und das war das zweite Beispiel, was ihr gebracht habt, warum schicken wir nicht die Blauherren? Warum müssen wir das Militär schicken? Gucken wir uns den Kosovo zum Beispiel an. Was da passiert ist, da hatten wir blaue Truppen, die ein Flüchtlingslager geschützt haben. Und die durften dieses Flüchtlingslager nicht beschützen. Was bei unseren Soldaten passiert, wir geben denen einfach den Schießpapier. Wenn da jemand die Flüchtlinge angreift, dann werden die erschossen. Fertig, das geht bei den blauen Soldaten nicht. Die sind ja Kolonialherren in dem Moment und wir versuchen ein System zu etablieren. Das mag im Moment kontraproduktiv sein für den ersten Moment. Was wir aber glauben, was daraus entstehen kann, ist die Hoffnung, dass wir einen besseren Staat kriegen. Wir sind da ja mit einem ganz speziellen Ziel. Wir wollen nicht nur die Befriedung, sondern wir wollen die Stabilität dieses Staates. Und wenn das bedeutet, dass wir ein paar Warlords ausräuchern müssen, wenn das bedeutet, dass wir ein paar Volksstämme zum Ressentiment bringen müssen und denen vielleicht sogar die Waffen abnehmen müssen, dann sagen wir, das ist eine gute Sache. Wir brauchen eine nationale Armee und keine 5, 6, 7, 8 Volksarmeen, die sich gegenseitig bekämpfen. Aber darüber werde ich später noch reden. Was haben wir also in der ersten Hälfte gehabt? In der ersten Hälfte haben wir von der Regierung im Prinzip diese Idee, und das ist ja auch richtig, das ist zum einen unsere Pflicht, es ist aus unserer Geschichte heraus geboren, dass wir dort eben helfen. Warum? Weil zum einen diese Stammeskriege provoziert wurden, dass wir ganz bestimmten Stämmen eben ganz bestimmte Vorteile geben wollten. Zum anderen, weil wir eben dort reingegangen sind und weil wir dort alle Strukturen, die sie schon hatten und mit denen sie gelernt haben zu leben, eben zerstört haben. Das heißt, wir sind im Endeffekt schuld, weil wir zu früh rausgegangen sind, weil wir sie im Prinzip dagelassen haben. Wir haben Eisenbahnspuren dagelassen, wir haben ein paar schöne Gebäude dagelassen, aber wir haben kein stabiles System dagelassen, weil es war ziemlich weit weg. Es war halt auf dem Kontinent Afrika und es hat uns nicht interessiert. Daraus entsteht eben die Verantwortung, die wir jetzt wahrnehmen müssen, wo wir jetzt sagen müssen, wir müssen da helfen. Dann hatten wir von der Opposition diese Idee, naja, das ist nicht nachhaltig. Wir sagen, was wir jetzt im Moment haben, ist nicht nachhaltig. Inwiefern ist es denn bitte nachhaltig, wenn sich da unten permanent andere Stämme umbringen? Wenn der eine zu Waffen kommt, setzt der Kindersoldat ein. Wenn der andere zu Waffen kommt, setzt der Kindersoldat ein. Inwiefern ist denn da Nachhaltigkeit gegeben? Da sagt Willi, naja, wir sollen ja einen repräsentativen Menschen finden, den wir irgendwie wählen können. Wie soll denn eine Wahl funktionieren in einem Land, in dem sie sich gegenseitig umbringen, nur aufgrund ihrer Dorfzugehörigkeit? Da funktionieren Wahlen nicht, weil man eben keine Nationalitäten sieht, weil man keine Nationalstaaten sieht, sondern eben nur Stämme. Und diese Stämme kämpfen gegeneinander innerhalb eines Nationalstaats. Was wir mit der Kolonialisierung hier tun, wir kreieren einen Nationalstaat, das Bewusstsein eines Nationalstaats, und das sorgt dann wiederum für Stabilität. Aber wir haben noch mehr Punkte eben eingebracht, warum das gut für uns ist. Zum einen hat Matthias die Wirtschaft angesprochen und ich weiß, ihr hasst Wirtschaftsthemen, ich kann damit leben, aber Fakt ist, dass für jeden stabilen Staat ein Wirtschaftssystem sehr wichtig ist. Da spricht die erste Opposition von Abhängigkeit. Ich sage euch, ja, selbst wenn da eine kleine Abhängigkeit entstehen sollte, das macht nun mal Staaten aus, ja? Wir sind alle voneinander abhängig in einem Wirtschaftssystem. Ich brauche das eine, du brauchst das andere, wir handeln und wir sind beide besser auf. Das heißt, wir schaffen Jobs, wir schaffen Stabilität allein schon dadurch, dass wir die Ressourcen nicht mehr an den geben, der die Diamantenmine mit der AK-47 bewacht, sondern wir sorgen dafür, dass dort Firmen eben arbeiten können. Die Mitarbeiter einstellen können, nicht Sklavenkinder, die dort arbeiten, weil im Prinzip da jemand mit der Waffe steht, die sie bedroht. Wenn wir uns so Blutdiamanten-Staaten angucken, dann ist das nämlich genau das, was dort passiert. Dort werden diese wirtschaftlichen Ressourcen kontrolliert von den Völkern und dann werden Menschen eben ausgebeutet. Was wir dort machen ist, wir etablieren ein Wirtschaftssystem, das dann diese ganzen guten Vorsätze, die die erste Regierung gebracht hat, auch tatsächlich stützt. Weil Krankenhäuser, Polizei und diesen ganzen anderen Schamas muss man erstmal bezahlen. Das ist der Grund, warum in Afghanistan zum Beispiel, und das ist eine Antwort und später für die Wandel auf eure Frage, warum in Afghanistan das nicht funktioniert hat. Wir haben dort keine Wirtschaft aufgebaut, weil wir unsere eigenen Werte nicht stark genug eingebracht haben. Weil wir eben einen Einsatz dort gemacht haben, weil wir versucht haben, irgendetwas zu etablieren, eine Marionette im Prinzip dort zu installieren, der dann im Prinzip mal ein bisschen gerade das tut, was wir wollen. Aber wir haben nicht selber das Heft in die Hand genommen und gesagt, okay, so müsst ihr das machen, so müsst ihr das aufbauen und genauso funktioniert das. Das haben wir in Afghanistan nicht getan und damit haben wir die Möglichkeit genommen, einen stabilen Staat zu finanzieren. Ohne eine Finanzierung wird dieser Staat nicht nachhaltig sein. Damit haben wir eure Frage auch schon beantwortet, aber ich nehme die erste. Okay. Wir haben euch gezeigt, dass ihr letztendlich durch die Diskriminierung zum Beispiel einer herrschenden Klasse oder von gewaltsamen Stämmen eine Polarisation in diesen Ländern schafft. Wie schafft ihr durch diese Polarisation irgendwann mal aus diesem Land rauszugehen? Okay, zwei Antworten dazu. Erstens, die Polarisation ist schon da. Die bringen sich jetzt schon gegenseitig um auf Basis der Tatsache, dass sie unterschiedlichen
unterschiedlichen Stämmen zugehörig sind. Zweitens, wenn wir diese Polarisation erreichen, das hat Matthias ausreichend erklärt, dann schaffen wir ein gemeinsames Feindbild. Ein gemeinsames Feindbild sorgt dafür, dass Menschen sich zusammentun. Das heißt, selbst wenn der Waller tatsächlich im Endeffekt darauf hinauskommt, dass er feststellt, hey, ich mag das nicht mehr, ich möchte gegen diesen Unterdrücker kämpfen, dann haben wir zumindest geschafft, dass diese Warlords sich zusammentun müssen. Denn ein Warlord alleine kann uns nun mal leider nicht besiegen. Wenn uns dann alle aus dem Land jagen, umso besser. Dann haben diese Nationen eben verstanden, dass sie zusammengehören und dann können sie auch auf dieser Basis vielleicht weiter zusammenarbeiten. Demokratien zum Beispiel, wovon ihr geredet habt, was ihr etablieren wollt, Repräsentation und dieser ganze Schamas, das geht erst in dem Moment, in dem Menschen verstanden haben, dass sie zueinander gehören. Erst in dem Moment, in dem sie nicht mehr anfangen, zwischen Dörfern zu unterscheiden, zwischen Städten zu unterscheiden, sondern innerhalb ihrer Nationalität bestimmte Ideologien zu vertreten. Also sagen wir mal Sozialliberalismus oder was auch immer. Diese ganzen Parteienzeug, diese ganze Stabilität kann man erst dann schaffen, wenn der Staat verstanden hat, dass er selbst als Staat existiert. Gut, was haben wir euch also auf der Regierung gezeigt? Wir haben erstens bewiesen, dass ein Failed State sich dadurch auszeichnet, dass die Regierung nicht mehr in der Lage ist, sich A, selbst zu verteidigen und B, für seine Bürger zu sorgen. Das sind meistens diese Staaten, wo die Afrikanische Union die Hauptstadt beschützt, weil die Regierung, die gerade gewählt wurde, sich da noch verschanzt sozusagen und drumherum regieren die Warlords. Wir sagen, wir müssen da reingehen, wir müssen das ganze Land besetzen und dafür sorgen, dass dort eben Frieden und Ruhe statt, damit wir wirtschaftlich nicht zusammenkommen. Zweitens haben wir euch gesagt, das ist nachhaltig. Warum? Weil wir langsam rausgehen. Wir haben einen Plan, wenn wir rausgehen und wir etablieren die Strukturen, um rauszugehen. Das heißt, wir etablieren wirtschaftliche Strukturen, wir etablieren Bildungsstrukturen und wir haben auch kein Problem, die Bildungsstrukturen so umzufunktionieren, dass sie lernen, dass sie nicht sich gegenseitig umbringen müssen, weil in jeder Dorfschule was anderes gelehrt wird. Wir bringen denen bei, dass sie ein Staat sind. Und das Dritte, was wir euch gezeigt haben, ist, dass die repräsentative Demokratie, die ihr dort schon zu sehen glaubt, dass wir sozusagen irgendjemanden bestimmen können, irgendein Warlord, der die größte Unterstützung hat, dass sich das so schnell ändert. Und zwar jedes Mal, wenn eine Diamantenmine zum Beispiel in den Machtbesitz von jemand anderem übergeht. Das heißt, es ist keine repräsentative Demokratie, sondern das sind in diesen Staaten, von denen wir hier reden, Repressalien. Alle solche Beispiele funktionieren im Prinzip vielleicht sogar noch in Entwicklungsländern. Aber in Failed States haben wir die Situation, dass keine Wahl mehr möglich ist, dass keine Sicherheit mehr da ist. Und deswegen müssen wir für Sicherheit sorgen. Deswegen geben wir ihnen eine zweite Chance, deswegen für die Regierung.